Joachim Löw ist bei uns, der Bundestrainer. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute gegen Ungarn. Dankeschön. Wenn wir mal einen Strich unter dieses Spiel machen, steht da bei Ihnen auch ganz oben die zunächst wichtige Erkenntnis, hat sich keiner verletzt heute? Zumindest nicht schwer verletzt. Also Sami Khedira, der hat eine leichte Muskelverhärtung, den mussten wir in der Halbzeit auswechseln. Aber das, was ich jetzt gesehen habe nach dem Spiel in der Kabine, gibt es keine größeren Probleme. Kein Grund zur Panik. Aber natürlich war Sami Khedira einer, auf den Sie ganz besonders geschaut haben in der ersten Halbzeit. Vermutlich haben Sie auch Manuel Neuer heute beobachtet. Wie zufrieden sind Sie mit den beiden, neuen Männern auf den neuen Positionen? Manuel Neuer hat seine Sache gut gemacht, weil er hat natürlich auch nicht allzu viel aufs Tor bekommen, aber hat gut mitgespielt. Und Sami hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, das muss man sagen. Aus der Position immer wieder auch mit nach vorne gegangen, war auch in der Organisation gut, also er hat mir gut gefallen. Es war vor dem Spiel eine große Diskussion, auch so im Kollegenkreis haben wir darüber gesprochen. Bastian Schweinsteiger, es sind die Bayern heute nicht da, Philipp Lahm war nicht da. Ist es richtig, zwei Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft auf die Chance bewusst zu verzichten, dass sich das Mittelfeld einspielen kann? Oder ist es wichtiger, dass sich Schweinsteiger und Lahm und wie die anderen Kollegen von Bayern alle heißen, ein bisschen Ruhe bekommen, um dann mit der nötigen Frische vielleicht auch wieder zu Werke zu gehen? So wie Sie es eigentlich gesagt haben und so wie ich es entschieden habe, ist eigentlich für mich richtig, dass ich gesagt habe, Lahm und Schweinsteiger, die kennen unsere Vorstellungen und unsere Philosophie. Und nach so einem Spiel, nach einer Saison, wie sie gehabt haben, war es für mich einfach auch wichtig, jetzt zu sagen, diese Woche gibt es individuelles Training, so wie es bei den anderen Spielern auch war. Und sie werden morgen im Training mit einsteigen. Und ich sehe da im Einspielen von diesen beiden Spielern überhaupt keine Probleme. Zumal man auch sagen muss, das sind beide so erfahrene, obwohl sie noch so jung sind, so erfahrene Spieler, die auf so einem Niveau spielen, da braucht man nicht nochmal 5, 6 Spiele, um sich kann einzuspielen. Kann man das im Training kompensieren? Geht das? Diese fehlende Erfahrung? Ja, solche Spieler verstehen natürlich sehr schnell, um was es geht. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es ist einfach wichtig. Und deswegen glaube ich auch, dass es richtig war, dass man nach so einer brutalen, in Anführungszeichen, Saison, wie sie ein Lahm, ein Schweinsteiger oder auch ein Müller, ein Badstuber gespielt haben, mit fast 60 Pflichtspielen, ja, da kann man denen auch mal so eine Zeit gönnen, dass die mal ihren Kopf mal frei bekommen. Die beiden spielen bei uns ja eine tragende Rolle seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt, ob sie eine Woche da etwas reduziert trainieren, das spielt ja keine Rolle, weil sie wissen eigentlich auch, was wir wollen und wie wir spielen wollen. Und von daher, was mir einfach auch wichtig ist, in diesem Spiel zu sagen, kein Risiko einzugehen. Wir brauchen die nächsten Wochen in einer Topform. Mhm. Und jetzt eben auch nicht bei diesem Spiel gegen Ungarn. Ja, es gab ja auch eine, um Gottes Willen, wir hatten genug Hiobsbotschaften in den letzten Wochen. Und natürlich sehen wir Überlegungen, die dahin gehen, eventuell einen von 6 Stürmern zu Hause zu lassen zugunsten des Mittelfelds. Sind Ihre Überlegungen da schon weiter gediehen? Also da gibt es viele Spekulationen jetzt. Ich denke, oh, wer hat heute gespielt, wer hat nicht gespielt. Also das war jetzt sicherlich kein Anhaltspunkt zu sagen, der oder der bleibt zu Hause. Wir werden uns natürlich am Wochenende jetzt mal Sonntag und Montag dann nochmals zusammensetzen, der Trainerstab. Wir haben alle Eindrücke jetzt auch so gesammelt für uns. Wir haben gesehen und dann wird man die Entscheidung am Dienstag bekannt geben. Ja, Dienstag ist Deadline. Bis dahin müssen Sie ja bekannt geben, wer mitfährt, wer nicht. Und dann war sie wieder da, die Frage. Warum geht man nicht mit 23 gesetzten Kandidaten in so eine Vorbereitung, hält ein paar Spieler auf Abruf? Oder sagen Sie, ich stehe dazu, ich bin auch ein guter Überbringer schlechter Nachrichten, denn der müssen Sie sein. Es ist ganz einfach notwendig gewesen, weil einige Spieler wie die Bremer oder die Bayern, ja, es waren ja über 10 Spieler, die haben ja noch im Wettbewerb gespielt. Also da, von daher gab es natürlich immer die Gefahr, dass sich der ein oder andere Spieler verletzt oder im Training. Deswegen haben wir mehr Spieler mitgenommen. Der ein oder andere Spieler ist ja schon ausgefallen, damit auch die anderen Spieler alle im Trainingsprozess bleiben und nicht zu Hause für sich irgendwo trainieren. Selbstverständlich muss ich als Trainer dann, wenn die Deadline kommt, eine Entscheidung treffen. Das ist meine Aufgabe und das wird einigen natürlich wehtun, aber es können nur 23 mit. Tja, die junge Mannschaft, die da mitkommen wird. Also Fakt ist, mehr als die Hälfte dieser Spieler, die haben weniger als 10 Spiele Erfahrung. Da kann man sagen, das sind die Jungen, die brennen. Ich vermute mal, darauf setzen Sie auch. Denn ich denke nicht, dass Erfahrung generell überschätzt wird. Naja, wenn man jetzt das Champions-League-Finale nochmal hernimmt, dann hat man halt diesen Unterschied dann irgendwann auf diesem extrem hohen Niveau dann eben doch mal gesehen. Der Unterschied zwischen jungen, unerfahrenen Spielern, mit denen du sehr viel reisen kannst. Keine Frage. Aber in diesem letzten Moment, in diesen letzten 10%, wie Inter Mailand dann diese
will das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, diese abgezockte Truppe, da siehst du dann eben schon den Unterschied. Und es ist gut, wenn man junge Leute hat, entwicklungsfähige Leute. Aber wie gesagt, irgendwann kommen sie dann eben an den Punkt, wo sie mal merken, hoppla, da gibt es ja nochmal eine Steigerung. Mhm. Wie sehen Sie das? Ist natürlich auch richtig. Wir haben junge Spieler, denen ich auch vertraue, die viel Qualität haben. Es war auch immer ein wichtiges Ansinnen von uns, eben junge Spieler einzubauen. Natürlich weiß ich nicht bei allen, ob sie jetzt, sagen wir mal, dieser Belastung gewachsen sind. Vielleicht werden wir nach dem Turnier sagen, der ein oder andere Spieler ist über sich hinausgewachsen, hat ein klasse Turnier gespielt und der ein oder andere Spieler war es vielleicht noch etwas zu früh. Das kann man erst sagen, wenn sie diese Extremsituation natürlich auch erleben. Aber Qualität und Potenzial haben sie vieles. Aber könnten Sie sich vorstellen, nach Südafrika zu fahren und zu sagen, wir wollen da nur Erfahrung sammeln, wir haben so ein junges Team, oder rufen Sie heute die Parole aus, nein, wir wollen mindestens Halbfinale, Finale oder sogar noch mehr? Also ich fahre nicht zu dem Turnier, um Erfahrung zu sammeln. Wir wollen natürlich was erreichen, also wir sind motiviert, wir sind sehr, sehr fokussiert im Training. Wir haben die letzten 14 Tage sehr, sehr intensiv trainiert. Alle Spieler, die brennen natürlich, auch die jungen Spieler. Und ich denke, dass, sagen wir mal, ihre Belastbarkeit hoch ist. Ob sie das dann alles auch mental so einfach verarbeiten, das wird man sehen. Wird unsere Aufgabe sein, die Spieler da auch so einzustellen, dass sie mit dieser Belastung und auch mit diesem Druck klarkommen. Dann warten wir gespannt auf den Dienstag, drücken die Daumen für eine gute Entscheidung, aber Sie werden sie treffen, ich bin mir sicher. Herzlichen Dank, Joachim Löw. Alles Gute. Danke auch. So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer,